So, da bin ich wieder. Feuer wurde gelöscht und ich habe da jetzt nicht gefühlt zwei Tanklaster an Wasser verbraucht. Und die Schalter mussten heute in einer ganz bestimmten Reihenfolge hier aktiviert werden. Naja. Aber das Wasser ist jetzt weg. Oh, bitte nicht nochmal sowas. Okay. Wenn du die Halle mit dem Notausschalter. Was los? Oh Scheiße, das ist radioaktiv. Nadezhda, can you hear me? I hear you. What's going on? I'm stuck at the big door with an electric lock. Power failure in the section blocked the passage. There was probably a short circuit here too. You need to find the fuse box and the emergency switches. Where should I look? The box will be in a large room by the door leading to the main corridor. The switch will be in the room with the pressure tanks. I'm going to find them. Over and out. Okay. So, nein, das will ich gar nicht. Ich brauch den Schrubber hier mal. Okay. Nein. Tür. Nein. Sag mal. Okay, also die Tür darf ich nicht benutzen. Alles klar. Okay, hier kann ich rein, aber da soll ich noch gar nicht hin. Jetzt einfach mal stumpf diesen Marker da. Aha. Ah, okay. Okay. Oh, jetzt irgendwas da hinten. Ist das so, der Boden ist Lava spielen? Ja, sieht ganz danach aus. Was? 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 Ich habe nach dem Feuer nicht gespeichert. Nee, oder? Bitte sag mir nicht, dass ich das mit dem Feuer wieder machen muss. Oh nee, Gott sei Dank. Puh. Boah, das wäre jetzt echt ein bisschen Frust gewesen. Wenn ich da wieder Feuerwehrmann spielen müsste. Ah. Gut. Auf ein neues. Okay. Jump. Nice. Ja, mal schauen, wie es dann wieder zurückgeht. Dann wurde mal wieder genau auf den gleichen Weg. So, irgendwelche Goodies. Ja, yeah, nice. Okay, nächster Schalter. Ich weiß nicht, das sind ja so typisch Sachen, um eine Passage zu strecken. Es killt aber halt leider ein bisschen die Stimmung. Da freue ich mich schon auf Still Wakes the Deep, glaube ich, heißt das. Das soll ein richtig gutes Horrorspiel sein. So.
alle Amnesie. Komm ich da hin? Ah, muss mal wieder Boden sauber machen. Falsches Tool. Ja, natürlich. Hier liegt doch vor. Okay, war's das? War ich den Raum da hinten schon mal? Goodies? Keine Goodies. Okay. Ciao. Gut, I guess nach oben. Hallo? Okay, hier werde ich nochmal speichern. Nur für alle Fälle. Okay, noch mehr Goodies. Reiche den Elefantenfuß. Oh shit. Wir. Glaube ich, werden nicht sehr lange leben. Ach, da muss ich locken. Okay. Und noch die Tür, so wie es aussieht. Jo. Alter. Sag mal. Stehst du? Hallo. Irgendwie gesundheitstechnisch nix. Da könnte man hochgehen. Und ich glaube, wir müssen da auch hochgehen. Lass mal hier gucken. Ja. Oder wir gehen einfach mal da durch. Okay. Okay. Es muss bestimmt so sein. Aber ich glaube eher. Ich glaube eher, das sollte da unten zu sein. Ja, gut. Ist er das? Ja. Maximale Strahlung. Serioja, are you there? Why aren't you speaking up? I am. But I haven't managed to do it. Was? Serioja, come back now. I unlocked the door. I haven't taken samples yet. This damn thing is too hard. Give me a moment more. Everything will go to waste. Shit will go to waste. You've unlocked the passage. Now we can send someone else. If you don't come back, ah, ja, jemand anders verstanden lassen. Okay. Okay, okay. Wait by the door. Müssen wir mal ganz kurz speichern, ich will das Ding sehen. Ja, krass. Okay.
Just for funsies? Das springt erst gar nicht mehr an. Okay. Ich glaube, der strahlt ein bisschen. Evakuiere. Ach, das ist ja... Really? Wow. Moin. Hold on, Serioja. Do something for me, Nadia. Whatever you want, darling. Whatever you want. Keep an eye on Fiedka. So he makes something of himself. You keep an eye on him yourself. And take care of my parents. So they don't end up alone in their old age. We'll take you to Moscow. You'll get a bone marrow transplant. You will live. You must live. Nadia. Quiet. Say no more. It's my fault. I'm the one who talked you into it. But I made my decision. That's not true. That's all a lie. It can't be true. That drama. Beeilen? Weswegen? Was frage ich eigentlich? Helicopters refueled? Yes, sir. Come on, Kolya, move. Cruise to the machines. It's almost 5 p.m. and you must wrap up before sunset. Yes, sir. Wir sind überhaupt noch die gleiche Person? Hä? Put on a gas mask. Apparently the radiation over the reactor has increased. One last flight. What do you mean? Who? We need to hurry up because it's about to get dark. Too much time was spent taking this damn photo. Isn't Comrade Captain happy that they will write about us in the newspaper? If we had managed to hang the flag yesterday, there would be something to write about. There was no chance. It was too windy. I thought the bar was going to break my arms. We were being thrown around like that. And anyway, why didn't the commander of the second machine want to pose for a photo? Pilots have their superstition. He has never been photographed before the flight. And he always came back. He didn't want to take any risks. Now either. By the way, why the previous team didn't want to go? The wind apparently ripped off a piece of steel from the crane. Now it is supposedly less stable. Less stable? Yeah, right. With pleasure. Okay, we have a few minutes to our destination. Nova, Kolya, you can take a nap. This, ich steige jetzt gerade so nicht dahinter, was hier gerade passiert. Also. Kolya, Nova, prepare for a drop! Fucking son. I see nothing because of it. We are approaching the target. Still 3 meters left. You are going too close to the right. Turn left. Left. Fucking shit! Really? Und wieder keine Musik.
Tja, da ist wohl jemand ein bisschen angepisst und jemand wird auch auf uns angepisst sein. Oh, geht gerade wieder weiter. Über Oblast, täglicher Befehl, Nummer irgendwas. Der Zug von Leutnant Alexander Beskes sollte sich auf dem Dach des Kraftwerksblocks Nummer 3 melden, um die Folgen der Katastrophe in Kernkraftwerk Tschernobyl zu beseitigen. Zu ihrer konkreten Aufgabe gehört es, radioaktive Trümmer vom Dach des Kraftwerks und des Kühlblocks zu entfernen. Die Bestimmung und Zuweisung der Teams für bestimmte Tätigkeiten liegt im Befehl des Zugführers. Aufgrund der hohen Strahlenbelastung während des Einsatzes werden alle Liquidatoren, die an dem Einsatz teilnehmen, auf dem Dienst entlassen und unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten in die Reserve versetzt. Stellvertretender Generalstabschef Nikolai Tarakanov. Und damit wären wir auch schon auf dem Dach mit unseren Kollegen und das wird bestimmt gut ausgehen. Ich würde mal sagen, wir quatschen mal mit ihnen. Schauen wir, was abgeht. I know. You've had enough already. They promised you a return home long time ago. But now we gotta get out there and do what we gotta do. I won't ask you for anything more. Yes. And that's the roof where most of this crap lies. Nobody wanted to come here. We're so-called volunteers. Ja, zwei. Is this why you want to go up on the damn roof, Lieutenant? Not just that, I want to keep an eye on you lot. So you don't fall off this roof in all this chaos. We're here being serious. And you, Lieutenant, are joking as usual. I'm totally serious. Let's go there, do what needs to be done, and head back home. All right, I'll go. But only because you, Lieutenant, are asking us. Me too. Oh, thanks, guys. And now, move. Let's get this over with. Die Überleitungen in dem Spiel. Finde heraus, wie du den Hebel reparieren kannst. Okay. I have no idea. Hä? Okay, aber das ist der Reaktor, wie er da hochgegangen ist. Mach ich mal ganz kurz ein Bild. Effektive Schaufeln. Ja, bestimmt bald fertig. Der Marker ist da, aber. Dem Teil kann ich nichts machen. Dem auch nicht. Ach doch, hier kann ich was machen. Jetzt? Okay, komm zurück zum Hebel und benutze ihn. Alles klar. Okay. Okay, das hat nicht funktioniert und Radio will wohl irgendwas von uns. Okay. Nehmen wir da mal zu. Was los? Wir wirklich wieder hinein. Nicht dieses hinein? Wohin? Ach, da hinein, okay. Das war jetzt gerade nicht so offensichtlich. Oh oh. Das war's.
Okay. Was macht ein KGB-Offizier hier? Ich meine, ist alles voller Strahlung. Ich sollte damit aufhören. Reporting in, Comrade Major. Oh, I've lost two of my people. Don't sweat it, Lieutenant. We're not exactly short of those resources. What did you say? What you have heard. You motherfucker. Well, well, take it easy, Lieutenant. Unless you want me to reason with you with my Makarov, huh? You threatened me with a gun. Pull it out. Come on. We're already dead anyway. You hear that? Dead. Chill out and don't make a scene here. Better think of your foes. There's still a few of them left. What the fuck do you want? I want you to do your part and not to make my job harder. You see, I would like to get out of here as soon as possible too. So, tell me what you want now. You'll gather the rest of the people and go finish Nina off. There's not much left to do. A few shovel moves and we can all head home. Not everyone. Yeah, right. These two will have to be welded in tin boxes. You're crazy. You need some treatment. No insults, please. And now, grab your forks and go to the roof. Hurry up. I want to clean up the rest of the graphite in less than a minute. May you die like a dog, Tupin. Time will come for that. Ah, I almost forgot. Your buddy, that Hoburiata, is going to get a sample of Gorium right now. I'm wondering which one of you will be luckier and make it back home. Come on, boys. We've got one last task. Ja, kein Kommentar. Ja, das dachte ich mir schon. Wir werden das nicht überleben. Betritt den Kontrollpunkt, ermutige das Team. Listen up. This is our final task. We need to go in there, drop as much as we can in 90 seconds. And come back. I know you lost your friends. But it's only 90 damn seconds until we get home. 90 seconds. You understand? We will finally be able to go home. To our families. All right, grab your shovels and let's go. After receiving 25. Okay. Schnell. Schaufel. Schaufel, 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 Schaufel. Nein, er hat es nicht genommen. Okay, schnell, 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 schnell. Okay. Schnell, 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 schnell. Ja, ich würde mich gerne ein bisschen umsehen, aber ich glaube, das ist jetzt hier gerade ein bisschen blöd. Oh no, das ist jetzt mit dem Helikopter. Ah, help! Grab the people and head back inside. I'm going there to help him. Jo, jetzt wird jetzt wirklich nichts mehr. Was? Nein! Oh. Wie soll ich denn die retten? Oh ja. Das war sehr schlau. Ja, nee. Okay, haben wir irgendwie... Erste Hilfe, Ausdauerstrahlung, mal Jod. Ja. Okay, wir machen mal die drei. Hallo? Don't move, I'll try to help you. I'll call someone over the radio. I know. Yes. It's...
is just like... Okay, ne, die Dialoge lassen wir jetzt mal. Okay, wir wissen, dass da jetzt einer ist. Irgendwo da unten. Kannst du mal die Schaufel weglegen? Wir sind einfach ein Wrack. Wenn wir das überleben, dann sind wir, glaube ich, der glücklichste Mensch überhaupt. Okay. Noch jemand da? Oh ja, oh shit. Shows he did not step into collaboration with any side of the conflict. During the evacuation of the village of Zamoysha, Sergeant Buryatov made a rather controversial decision. When some residents refused to leave their homes, he tried to persuade them to leave voluntarily. Ultimately, however, the most wayward kulaks were removed with the use of force anyway. Apart from the revolt of the evacuees, there was one more incident in Zamoysha. One of the villagers absorbed a lethal dose of radiation. Fortunately, Sergeant Buryatov did not succumb to the manipulations of the locals and immediately notified the appropriate services about the accident. Sometime after the events in Zamoysha, Sergeant Buryatov received an order to disable the Duga radar control devices. Inside, he came across traces of deserters who, instead of protecting the facility as ordered, abandoned their positions. In those circumstances, Comrade Buryatov behaved as he should and kept this entire unpleasant event as a secret. Just before the end of Sergeant Buryatov's service in the zone, Dr. Karalieva persuaded him to join the Intelligentsia dissident. Was found, scientists decided to study it. However, they needed help obtaining samples, so they used Comrade Buryatov for this purpose. Unfortunately, obtaining corium turned out to be much more difficult than expected. Long-term exposure caused Sergeant Buryatov to suffer from acute radiation sickness. Disgracefully exploited by university dissidents, he died after a few days in Hospital Number 6 in Moscow. Due to Sergeant Buryatov's subversive attitude, it became obvious that his son could not start the military career. However, one day a sun has shined on the boy. Probably out of remorse, Karalieva decided to help him get an education. In 2001, Fyodor Sergeyevich Buryatov defended his doctorate diploma at the University of Kiev. Lieutenant Boyko, despite his great attachment to his family, did not abandon his men in the moment of greatest test.
Knowing that it could cost him his life, he stood shoulder to shoulder with his subordinates. He was with them in the hardest moments, encouraging them. And you know what, comrade? He paid the ultimate price for it. What about you, Mr. Tupin? Major Tupin. Unfortunately, my inept principal blamed his failures on me. The Politburo was looking for those responsible, so I turned out to be the perfect scapegoat. I was then sent to serve in Norilsk, deep in the Asian part of Russia. But not for long. Authority have always been in need for people like me. Boy. Also, da haben sie wirklich viel Potenzial verschenkt bei dem Spiel. Und das Thema wäre so interessant. Und dann hast du eigentlich relativ wenig mit dem Reaktor an sich zu tun. Und das, was du damit zu tun hast, ist auch nicht wirklich tief. Von der Erzählung her, ich meine, war ganz nett, das mit diesem Nebenplot-Twist. Übergänge sind teilweise katastrophal, die Interaktionen mit den Leuten genauso Katastrophe. Die Aussetzer, was wir da gesehen haben, das wäre alles mit Polish vermeidbar gewesen. Nee, also ich weiß nicht, warum sie es jetzt schon rausgebracht haben. Es hätte ein paar Monate mehr gebraucht und vielleicht Early Access oder so. Ja, wobei, so ein Spiel Early Access, ja, nee, da hätte ich einfach noch länger gewartet mit dem Publishen. Also ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Ich habe wirklich viel drauf gekauft und dachte, ja cool, mal zu schauen, wie es als Liquidator dann ist. Aber das war alles ein bisschen halbherzig. Also auch das, wo man die Zone da abstecken musste, das, was grundsätzlich ja interessant geklungen hat, war dann in der Umsetzung aber dann auch wieder langweilig. Auch wo wir da mit den Leuten geredet haben, wo die dann auch wieder weggepoppt sind und so. Macht so gar keinen Sinn. Hat stark angefangen und dann sehr schwach geendet. Auch das jetzt da oben auf dem Dach. Also, nee. Nee, also da muss dann wirklich sehr viel verbessert werden, bevor ich da sage, ja, das Spiel kann man empfehlen. Also, ja, nee. Hat mir jetzt nicht so wirklich Spaß gemacht, das durchzuspielen. Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Ich bin mal weg.